Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Vogelporträt. Nachdem es im letzten Porträt um die Amsel ging, stellen wir euch heute wieder eine sehr bekannte Art vor, den Haussperling oder auch Spatz genannt. Der Sperling ist ein typischer Kulturfolger und kommt in jedem Dorf und jeder Stadt vor, zumindest solange es genügend Brutmöglichkeiten und Nahrung gibt. Leider sinken auch die Bestände der Sperlinge, da es immer weniger Brutmöglichkeiten und Nahrungsangebote gibt. Eine ganzjährige Fütterung im Garten kann auch dieser Art helfen, zu überleben. Sperlinge ernähren sich hauptsächlich von Sämereien und Getreidekörnern. Zur Jungenaufzucht werden auch Insekten gefüttert. Aber auch sonst ist der Sperling anpassbar und besonders in Städten werden auch gerne mal Brotreste oder andere Abfälle verspeist. In der klassischen Vogelbestimmung wird der Sperling oft als Größenvergleich für andere Arten herangezogen. Sperlingsgroß hört man oft. Unverkennbar ist der schwarz-braun gestreifte Rücken beim Männchen und Weibchen. Während das Männchen auch im Kopfbereich braun-schwarze Zeichnungen hat, sind die Weibchen und Jungvögel eher schlichter. Hier noch ein Vergleich von Sperlingsweibchen und Sperlingsmännchen. Wie gewohnt zum Schluss wieder ein paar Tipps, um Sperlinge zu fotografieren und zu filmen. Da Sperlinge sehr häufig vorkommen, ist es nicht schwer, sie zu finden. Der Umkreis, in dem eine Gruppe nach Futter sucht, ist meist begrenzt. Das macht es einfacher abzuschätzen, wann und wo wir sie finden können. Sperlinge sind meist nicht besonders scheu und so sind schon Aufnahmen ab 200 mm Brennweite möglich. Wie immer, fotografiert in etwa auf Augenhöhe und nicht von oben herab. Das sieht deutlich schöner aus. Der Sperling ist ein Standvogel und auch im Winter anzutreffen. Am häufigsten findet man ihn zur Erntezeit an den Straßen, nämlich dann, wenn die Trecker einen Teil ihrer Getreideernte verlieren. Die ersten Sperlingsjunge werden circa ab Ende Mai flügge. Diese Zeit sollte man nicht verpassen und es gelingen einem dann oft sehr schöne Fütterungsszenen. Wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Bitte abonniert unseren Channel, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. Dann bis zum nächsten Mal.